Hi Leute, heute sitzen wir im neuen Alpina, nicht den ganz neuen mit 450 PS, der kommt erst noch raus, sondern der hat jetzt 410 PS und Allrad. Ja, und ich wollte ihn einfach mal Pro fahren, mal schauen, wie sich der so schlägt. Wie gesagt, der hat jetzt Allrad und trotzdem noch diese variable Sportlenkung, das finde ich immer ganz cool. Weil bei den anderen Allradwagen und so ist die Lenkung dann aufgrund des X-Drives immer ein bisschen schwerfällig. Ja, und ich dachte, ich mache mal ein kurzes Video dazu und nehme euch einfach mal mit. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie sich der hier so fährt. Adaptives Dämpfungssystem ist auch mit drin. Das ist auch ganz, was heißt wichtig, aber ich finde es ganz cool, wenn man den wirklich jeden Tag fährt. Die Ausfahrlage ist von Acapovic, richtig geil. Und ich habe jetzt also auf Komfort, deswegen ist es ein bisschen leiser. Und jetzt schauen wir mal, wo wir am besten hier mal nochmal fahren können. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, ich hatte ja damals den Vorgänger, den Alpina, als Coupé gefahren. Der hatte knapp 400 PS. War kein Vergleich zu meinem M3 und deswegen ist das daraus auch nichts geworden. Gucken wir doch einfach mal, wenn man da was hört hier. Da können wir schon was mit anfangen, oder? Turbo hört man auch schön. Und das Einzige bei Alpina ist das ja immer so, die haben keine Schaltwände. Wir haben immer hier so eine Sportstelle. Nehmen wir diese Schaltknöpfe haben die immer bei Alpina. Die kennt ihr bestimmt. Ich mache da gleich mal ein Foto rein. Ist ein bisschen ungewohnt, wow, aber ich habe schon gelesen, man könnte die nachrüsten. Das wäre auch kein Problem. Den Turbo hört man immer so ein bisschen. Das ist ganz witzig. Und was richtig cool ist bei Alpina, ist das ja immer so, die sind ja nicht V-Max begrenzt. Also er ist offen. Ich glaube, knapp 310 müssen wir da auffahren. Kann man leider jetzt nicht testen. Also das mir natürlich auffällt sofort, ist ja der Sechszylinder, aber der dröhnt jetzt nicht so wie bei mir im M3, wenn man jetzt längere Strecken fährt. Aber ist natürlich was anderes vom Klang. Oder? Sechszylinder und Achtzylinder, tja, brauche ich euch ja nicht erzählen. Auf jeden Fall die ruhigere Variante im Gegensatz zum M4 und dafür ist er ja ausgelegt, dass man da mehr Langstrecken mitfahren kann, nicht so laut. Ich glaube, der hat auch gar keinen Sound Actuator hier, also so, dass der Motorensound über die Lautsprecher ausgegeben wird wie beim M4, das wird ja auch nicht gemacht. Jedenfalls höre ich hier nichts in dem Sinne. Die eine ist es schade, für anderen freuen sich darüber, weil ich habe auch gelesen, dass viele M4-Fahrer das alles deaktiviert haben, weil es denen ja ganz schön genervt hat. Dieses Künstliche eben halt. Aber ich finde es eine coole Spielerei, aber ja, vielleicht nervt es wirklich, wenn man das immer so oft hören würde. Macht einen guten Eindruck. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr. Ja, man zum Beispiel beim M4 hat man ja dieses Power Dome vorne, das ist so ein Merkmal von M3, M4. Das hat der Alpina natürlich nicht. Ist ein bisschen dezenter eben halt, obwohl dezent, wenn man hinten die 4-Rohr-Auspuffanlage sieht, ist es ja auch nicht wirklich dezent dann. Ne? Das streiten sich auch immer die Geister drum. Aber ein bisschen abheben vom normalen Wagen finde ich schon ganz cool. Sonst wäre es ja nichts Spezielles eben halt. Ne? Ja, dann schreibt einfach mal drunter, wie ihr so den Wagen findet. Gefällt er euch oder lieber der M4? Würde mich mal interessieren, wieso die Meinungen da draußen sind. Weil Alpina sieht man ja noch seltener als ein M4. Seitdem ich jetzt in Unterwohner habe ich M4 schon öfters gesehen. Aber M4 ist natürlich auch super geil, also keine Frage. Und das ist jetzt die Limousine. Vom Motor sind ja gleich, ob jetzt Coupé oder Limousine. Ja.
mir sofort aufgefallen ist am Anfang, als ich jetzt gefahren bin. Den Turbo eben halt. Das ist man so gar nicht mehr gewohnt. Also klar, jetzt vom Diesel ist auch Turbolader, sind ja auch drin, zwei Stück. Nach 200 Metern. Ich mach mal eben leise. Moment. In die Weidenauer Straße. Ich sag mich schon laut. Ja, und der schiebt natürlich voll an. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Abbiegen. Wieso quatscht der denn jetzt hier rein? Ey? Mach die mal eben aus hier. Sprache aus. Und das ist mir natürlich sofort aufgefallen, gegen das im M3. Da brauchst du ja immer Drehzahl und ist natürlich beides geil. Oder? Wie gesagt, es gibt ja mehr die auf den Turbo stehen, mehr auf diese Drehzahl-Typen. Ich finde es beides geil eben halt. Bloß ist es ungewohnt, wenn man sich so reinsetzt und man hat sofort so Schub. Beim Diesel ist es ein bisschen anders als jetzt beim Benziner. Erinnert mich so ein bisschen an die 335-Zeiten. Aber war schon ganz geil. Ich hatte mir aber ein bisschen mehr vom Sound erwartet, wenn Agrapovic draufsteht. Hat man immer so irgendwie in Gedanken, ja, das haut einen voll weg oder so. Und aber nein, es ist schon richtig geil, laut, aber jetzt nicht so laut. Vielleicht bin ich ja auch jetzt ein bisschen krank vom M3 und dem Sound. Oh, der ist ja auch nicht gerade leise. Und dafür, dass das ja hier Serie alles ist, ist natürlich eine andere Hausnummer. Oder? Fährt sich auch voll super easy, oder? Das stimmt schon. Aber im M3 hätte ich jetzt gekurbelt, bin ich bescheuert. Fazit zum Auto, fährt sich super. Moment, Tunnel. Muss eben sein. Ja, also wie gesagt, Fazit zum Auto. Fährt sich wirklich komfortabel mit dem adaptiven Dämpfungssystem. Die Lenkung ist super, leichtgängig und direkt, man sieht es sofort. Und das ist jetzt auf Komfort alles. Wenn man es auf Sport stellt, klar, Lenkung wird ein bisschen härter, Gasannahme wird direkter und ist schon ein wirklich schönes Auto. Und ist mal was anderes als jetzt ein, ist jetzt nichts Schlechtes dagegen, aber 440 sage ich mal. Ja, ich hoffe, euch das kleine kurze Video gefallen. Und wie gesagt, ein paar Aufnahmen von außen waren ja mit drin im Video. Ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Oder? Danke fürs Zuschauen. Freue mich über ein Like, über einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo. Und ja, lasst uns mal überraschen, was ich als nächstes mitbringe. Alles klar, Jungs. Haut rein, mach's gut. Oder? Ciao. Look around, nobody's watching us. We're all alone, the sun is going down.